Ich bin's, der Lario, und herzlich willkommen zu einer ganz frischen Folge Doppelarschsein mit Lario in Mass Effect 2. Und bevor ich zum Unbekannten reinflutsch, rede ich einfach mit der Flatterstücke. Der Unbekannte wartet daneben auf Sie. Ganz kurz, in der letzten Folge war es ja grauenhaft mit der Performance und der Grafik. Und ich bin fast verzweifelt, ich habe das ewig probiert. In den Settings rumzuspielen, bis ich dann irgendwann, und da falle ich bei EA immer rein, in Origin, muss man das deaktivieren für das jeweilige Spiel. Und die Körnung sieht scheiße aus, kleiner Moment. Das war auch schon das Problem bei Mass Effect 1 und EA kriegt mich einfach immer wieder dran und das nervt nicht. Naja, los geht's jetzt endlich mit hoffentlich stabile 60 FPS in ein geniales Game mit mir, dem Archibald Larios. Hallo Shepard. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Wie ich hörte, habe ich Sie ein Vermögen gekostet. Warum haben Sie das getan? Für den Schutz und den Erhalt der Menschheit. Ich habe nicht 2 Jahre und Milliarden von Credits in Ihren Wiederaufbau investiert, ja, um Sie als einfachen Soldaten. Da hätte man mich auch fragen können, ob ich das überhaupt will. Aber die Menschheit steht der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz gegenüber. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Ja, und wie, glaube ich, im Mass Effect 1 im Let's Play schon angekündigt, ist man hier am Anfang mit den Renegade-Optionen, mit den Arsch-Optionen freundlich zum Unbekannte. Ich glaube, das ziehen wir auch so weiter durch. Ich glaube, das habe ich so auch noch nicht gemacht. Mir sind ein paar Upgrades aufgefallen. Hoffentlich haben sie nichts wirklich Wichtiges ersetzt. Wir haben versucht, nur ihren Penis unverändert zu lassen. Ich brauche sie, Shepard. Den haben wir vergrößert. So wie sie beim Sieg gegen die Sovereign. Er war nur 23 Zentimeter lang. Was machen die Güter, dass sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Das Intro von dem Spiel fühlt sich fast so an, als würde die hier Name-Dropping raushauen. So nach dem Motto Saren, Geth und so weiter. Bloß um die dann richtig auszusprechen im Deutsche. Wenn sie hinter den Reapern, weil ihr Saren und Geth und so gesagt habt. Die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass sie sich weigern würden. Und sie hat selten. Tja, aber heute hat sie Unrecht. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Ich frag Miranda mich halt, warum der Unbekannte unsere Hilfe braucht. Wenn er sich sogar teleportieren kann. Er ist doch eine Mega-Power. Ich beschaffe, was Sie suchen und komme sofort wieder zurück. Freut mich, das zu hören. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ja. Er hat mich zurückgebracht und jetzt kann er auch wieder die Schnute halten. So, Flattaste rennt mal, gell? Ich muss mich, wie gesagt, erst noch in die Steuerung eingewöhnen. Escape um Gruppe. Gruppepunkte. Gibt es schon Gruppepunkte? Gibt nur meine hier, ja. Und hier. Ganz wichtig immer. Hallo? Ich hier fragen, erwerben klicke. Adrenalinstoß bringt nämlich hier Zeitlupe. Das finde ich super. Dann mache ich hier noch einen kleinen Betäubungsstoß. Hier die allgemeinen. Und den Rest lasse ich automatisch aufsteigen. Das ist besser so. Jetzt rede ich noch mit dem Jacob, mit dem Knackarsch hier. Ah, hallo Jacob. Wie kann ich denn hier mich bücken? Geht das nimmer? Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Cerberus hat mir meinen Körper zurückgegeben. Dafür haben Sie zumindest eine Chance verdient. Eine Chance. Aber Sie sind immer noch nicht überzeugt. Nein. Vertrauen Sie mir, Commander? Nö. Sie gehören zu Cerberus, also werde ich auch Sie im Auge behalten. Schon okay. Ich kann kein Vertrauen erwarten, nur weil ich darum bitte.
Ich muss es mir verdienen. So sehe ich das, das auch. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Der ist ja ganz vernünftig. Trotzdem werde ich seinen Vater in der Loyalitätsmission sterben lassen, falls ich die überhaupt mache. Beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Was ist los, Lawson? Sind Sie besorgt, dass Sie nicht mehr seine Nummer 1 sein könnten? Ja, Shepard. Ich habe meinen Wert für den Unbekannten bereits bewiesen. Warten wir ab, ob Sie dazu auch in der Lage sein werden. Sind Sie immer so zickig oder liegt es an mir? Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Also, ich bin immer fürs Reden. Ich bin dann 16. 16 abtrünnige Punkte. Leck mich am Arsch, du. Heieiei. Dabei war ich ja nur ein bisschen freundlich. Mama mia, du. Ja, jedenfalls. Ich als sehr kommunikativer Typ bin immer fürs Reden. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Ja, tötet sie alle. Finden, wer das getan hat und ihn dann zur ich denke, das Mantra... Absolut, Kommando. Schön, bla 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 bla. Das Mantra, denke ich, könne mir hier gemeinschaftlich, liebe Zuschauer, ihr, ich und Lario Shepard hier drin, könne mir verinnerliche, würde ich mal sagen, nämlich... So. Ja, und was ich noch... Hä, was? Bloß weil ich gesagt habe, seid kampfbereit. Wie geht denn hier das Menü öffne? Hier, schön. Ich will hier die Avenger. Oder was das ist. Mich habe ich ja gesagt, mich nervt es tierisch. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Ja, Ruhe jetzt, ich will erzählen. Mich nervt es tierisch mit EA Origin. Und es ist tatsächlich so. Aber noch schlimmer, einfach weil ich Mass Effect immer bisher auf der Konsole gezockt habe. Und klar, die Grafik, ja, yeah, und na, ich bin halt einfach so ein ekelhafter, dreckiger Konsolenzocker, da kann ich nichts dafür. Ich bin einfach eine dieser widerlichen Maden, weil für mich reicht's, ne? Mir reicht es einfach. Ich brauch keine Qualität. Ich brauch Konsum. Konsum, okay. Aber richtig krass, wenn du die ganze Zeit auf der Konsole spielst, wo du halt einfach nur maximal... Das Schlimmste, was dir auf der Konsole passieren kann, ist, dass du ein großes Day One Patch installieren musst. Ne? Und das auch erst seit Xbox One Zeit, bei der 360 war es ja immer so CD eingelegt. Wenn du bessere Ladezeiten wolltest, installiert. Komm jetzt, haltet die Fresse! Ich will hier erzählen! Und wenn du keine gute Ladezeiten wolltest, dann hast du halt eben nicht installiert. Und jetzt hier mit so einer Scheiße rumzudealen, weil ich jetzt hier am Rechner zock, das ist mir völlig fremd. Leute, das ist mir völlig fremd. Was war das nochmal? Start umgehen, also hier. Dit. Ah ja, dit ist dit. Und dit ist, glaub, dit. Und dit ist dit. Und dit ist dit. Und dit ist dit. Schön. Schönes Ding. Saubere Aktion. Ah, was macht man auf E? Auf schon E. Unterwegs. Auf E und unterwegs. Ruhe jetzt. Natürlich. Bin dabei. Genau da. Wie kann man das abwählen? Bin dabei. Bestätige. Hallo? Unterwegs. Positioniere schon mich. Schon unterwegs. Okay. Schon unterwegs. Auf Q und E. Hä, was ist jetzt los? Auf Q und E kann man die zumindest positionieren. Auf R lädt man nach. Das ist auch mir ganz in Gänze fremd alles. Also, verzeiht mir, falls ich genauso mieses Aiming an den Tag leg wie in Mass Effect 1. Weil diesmal ist nicht die Maus in die Tastatur meine Ausrede wie letztes Mal, sondern einfach mein Skill. Vater, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Moment mal, Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter. Ich erschieße die Quarianer, glaube ich. Ist das... Sie leben?
Tali Zora, Sie haben auf meinem Schiff gedient. Sie wissen, was ich mit Leuten mache, die mich bedrohen. Haza, sagen Sie Ihrem Team, es soll die Waffen wegstecken. Verdammt, Tali, das ist doch Unsinn. Warum sollte Ihr früherer Commander für Cerberus arbeiten? Ich weiß es nicht. Aber wenn das Shepard ist, ich weiß es nicht. Shepard hätte einen Grund. Hier finde ich das ein bisschen inkonsistent. Ich habe mit der Tali vielleicht 3-mal ein Wort gewechselt. Und die freut sich mega, mich zu sehen. Ich weiß, dass Cerberus eine fragwürdige Vergangenheit hat. Das Universum ist ein Dorf. Es ist die einzige Gruppierung, die sich um die verschwundenen Kolonien kümmert. Der Rat hat der Menschheit den Rücken zugekehrt. Ich nicht. Tali, Sie erwähnen, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gefragt habe. Doch, habe ich. Oh, jetzt habe ich das weggedrückt. Scheiße. Blablabla. Ich habe irgendwas Wichtiges weggedrückt. Die Farianer sind ein unerwarteter Parameter. Sie können uns helfen, aber ich hätte sie gern dabei im Auge behalten. Ich wollte eigentlich was erzählen. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Hä, was? Eigentlich wollte ich was erzählen und deshalb habe ich die... Entdeckt. Deshalb habe ich auch den Dialog unterbrochen, aber irgendwie... habe ich den Faden verloren. Nun ja. Wisst ihr was? Ich sag's euch morgen. Was ich wollte. Es ging um die erste Folge. Da habe ich euch gefragt, nämlich, wie ihr es besser findet. Mehr Dialoge unterbreche, so wie vorher, weniger. Jetzt habe ich natürlich in jedem Fall mehr unterbrochen, glaube ich. So. Aber, das ist ja nicht schlimm. So. Hä, jetzt wo gehen Belastung? Hier, Belastung. Belastung? Belastung! Schee. So funzt es. Jawohl. Aber irgendwas. Ich habe den Faden verloren. Dann. Es fällt mir irgendwann zu einem unpassenden Zeitpunkt bestimmt wieder ein. Was ich da von euch wollte. Ey. Oh, wer schießt denn auf mich hier? Shepard. Hasa und seine Leute sind vorgeprescht. Ich sagte ihnen, sie sollen warten, aber sie haben mich. Die lasse ich sterben, ist doch logisch. Sie wollen Vitor finden und wegbringen, bevor sie eintreffen. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los! Verdammte Quarianer. So. Hier einmal Überlastung. Adrenalinstoß. Adrenalinstoß. Ich muss mich noch dran gewöhnen, Witter, dass alle Fähigkeiten die gleiche Abkühlzeit teilen. War früher nicht so. Da war es nämlich so, dass jede, ich glaube, jede Fähigkeit ihre eigene Abkühlzeit hatte. Vitor hat einen schweren Mech umprogrammiert. Der zerlegt gerade Prasas Einheit. Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Ja. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Verstanden. Und in Deckung. So. Und dann, hier einfach Munition. Oh. Okay, das war nicht die panzerbrechende Munition. Übernehmen Sie die Führung, Shepard. Wir sichern die Tür. Ich bin doch in Deckung. Angriff. Mit Überlastung schalten Sie Ihre Schilde aus. Okay, dann möchte ich das überlastet haben. Naja, gut, der ist ja. Oh. Systemversagen. Hui. Hallo? Feuer! Die tanken einfach ein bisschen. Das ist schon in Ordnung. Weil der ist eh down. Oh, die tanken immer. Hallo, tankst du für mich? Ach, das ist die gar nicht. Hallo? Miranda! Hallo! Beschuss durch eigene Truppen! Ja, Entschuldigung, ich bin ein ganz schlechter Zieler. Tali, hier einsammeln. Medizin, na dann rede ich halt mit dir. Das ist Ihre Gelegenheit, Vitor zu finden. Ich kümmere mich inzwischen um die Verletzten, Shepard. Er ist vermutlich irgendwo im Bereich der Ladebucht. Leute, ich sag's euch, für Let's Plays
Also, ob Controller oder whatever, Maus und Tastatur, das ist ja eure Sache, ne? Aber ohne Scheiß, ich persönlich finde, gerade bei Shootern, Maus und Tastatur für Let's Plays stressiger als Controller. Das ist wertvoll. Auch wenn es Aiming-Scheiße ist, dann, ich finde die Kamera, wenn die ruhiger ist beim Zugucken, finde ich das angenehmer. Muss ich euch echt sagen. Ach, hier ist sie mir hergekommen. Meine Orientierung ist wieder wie im letzten Part am Stisseln. Ne, aber das finde ich echt, finde ich fast angenehmer. Muss ich sagen. Monster kommen zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Der muss erschossen werden. Nein. Vito? Hallo. Kein Vito. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Hey, ich rede mit Ihnen. Na toll. So eine weite Reise und dann ist unser einziger Zeuge ein brabbelnder Irrer. Ja, erschießen. Schwärme kommen. Sturm kommt. Sturm von Schwärmen. Sie sind... So ist es, ich bin ein Mensch. Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster, die Schwärme, bla 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 bla. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Warum haben die Kolonisten sich nicht... Ja, das fasse ich euch wieder zusammen, oder? Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Und zwar die Kollektore, die sind so Viecher. Hier hat genau die Seeker-Schwärme hier geschickt. Die haben die Leute paralysiert und dann haben die Kollektore die eingesammelt. Und die Kollektore... Die sind spannend. Die Seeker finden dich. Blablabla, weiter, Vitor. Aufs Schiff, ich weggekommen. So eine Zeitverschwendung. Da haben wir endlich einen Zeugen und dann ist er so durch den Wind, dass er uns nicht mal sagen kann. Was für eine Zeitverschwendung. Die Monster, die Schwärme. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten. Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Und die muss aber erschossen werden eigentlich. Nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitos Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Jetzt könnte mir die Tali natürlich rekrutieren. Oder lieb sein. Oder auch nicht. Die Leute von Cerberus werden ihm nichts tun, Tali. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Aber wir brauchen diese Informationen und es ist eindeutig, dass die Quarianer nichts mit uns teilen wollen. Verdammt, Shepard! Ich habe ihnen vertraut! Ihm passiert nichts. Mein Wort darauf. Aber wir müssen so viel wie möglich über die Kollektoren herausfinden. Ja, die Kollektoren? Was? Nein! Ich verstehe nicht! Sind ja mega spannende Viecher. Ab. Krankenstation bereit machen. Viel Glück, Shepard. Hoffentlich ist das, was Sie von Vito erfahren, die Sache wert. Nö, wahrscheinlich nicht. Aber das habe ich aus Prinzip gemacht. Ja, ich glaube, am Anfang vom Spiel kann man ja noch ruhig ein bisschen mehr powern, mehr Story skippen, so belanglose Scheiße, so wie das jetzt Gute zum Beispiel. Arbeit auf Freedom's Progress. Leider konnte uns der Quarianer, den sie zurückgebracht haben, keine nützlichen Informationen geben. Lol, ich habe das noch nie gemacht, ich habe den noch nie eingetütet. Wir überstellen ihn der Migrantenflotte. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Sagen Sie mir, was Sie über diese Kollektoren wissen. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen. Ja, okay. Wenn Ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden Sie so schnell, wie Sie gekommen. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Ihr Augenmerk richtete sich ja. Der labert einfach nur Zeug. Die Kollektore sammeln regelmäßig Probe ein und fatzen dann durch dieses Omega-4-Portal, das komplett unerforscht ist, wieder ab. Ich habe bereits und alles andere ist eigentlich irrelevant. Sie bekommen Dossiers über die besten. Ich will aber Joker! Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien sie bereit. Das mit dem Spectre frage ich noch. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn sie glauben, dass sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken sie, sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert.
Na gut. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. Zwei Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens, fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Ziegerschwärme... Klingt bekommt. Gut. Und was ich noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Hallo! Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht, Joker! Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück. Die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam... Und jetzt bin ich gespannt, wie die das aus Teil 1 gelöst haben, nämlich ob das wirklich ein menschlicher Rat ist oder ob ich das einfach nur, ob ich einfach nur zu dumm bin und es nicht gerafft habe. Ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Ah, episch. Also als Cerberus-Schiff sieht die Normandy schon geil aus. Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Ich komme mir total schweigsam gerade vor. Aber irgendwie will ich diese epische Stimmung nicht durch mein Gelaber zerstören. Los, Joker! Volldampf voraus! Richtung Malaga! Dort kaufen wir eine Malaga-Creme und schmieren sie uns auf unser Malaga! Mit 8 Minuten nach vorne, go! Fuck, wie episch. Oh, aber diese Missionsstruktur hier... Ach, hier. Die sind ein bisschen nervig. Die ist echt ein bisschen nervig. Na gut, aber in Teil 1 war es ja eigentlich genauso. Bloß, dass man dann halt ein klärendes Gespräch am Ende hatte. Und dann einfach im Ding drin waren, hier nicht diese geile Animation dauernd angucken muss. Kopfschüsse verursachen bei den meisten Zielen ein bisschen Schaden. Ja, und es sieht eigentlich im Großen und Ganzen aus wie die erste Normandy. Hier zumindest die Brücke. Aber der Aufbau vom Schiff und genauso in jedem Teil sieht die Citadel willkommen komplett unterschiedlich aus. Und immer wenn ich mich an einen gewöhnt habe. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solis anzuwerben. Ja, Morden. Die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Sie begreifen das nicht, oder? Sie führen diese Mission nicht, sondern Agentin ich. Lawsons Argument ist stichhaltig, Shepard. Ah, eine KI. Ich bin die künstliche Intelligenz. Ich hasse KIs. Die Crew nennt mich Edi. Schalten Sie das Ding ab. Ich will es nicht auf meinem Schiff haben. Habe ich Sie beleidigt? Shepard hat lange gegen abtrünnige VIs gekämpft, zumeist Geth. Und dann der Vorfall mit dem Hannibal-System der Allianz auf Luna. Ihr Misstrauen ist logisch, Shepard. Im Gegensatz zum irrationalen Misstrauen der meisten Menschen. Dennoch bin ich weder für Sie noch für sonst jemanden eine Bedrohung. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Da wir nun geklärt haben, wer das Sagen hat, sollten wir uns mit den Dossiers beschäftigen. Letzte Startvorbereitung. Ja, wir gehen jetzt zum Orden. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. KIZ? Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls ja, Sie ja, ich habe keine Frage. Rantalle jetzt. Oh, Tutorials. Ich hasse Tutorials. Ah. Jedenfalls ist es immer so. Irgendwie verändert sich... Nee, will ich auch nicht. Verändert sich die Citadel. Willkommen an Bord, Commander.
Ich rede hier gerade. Die Citadel verändert sich von Teil zu Teil immer so stark, hat gar nichts mehr miteinander zu tun, dass ich irgendwie als altes Gewohnheitstier dann plötzlich ankomme und mal wieder keine Orientierung habe. Und dann macht sich der Muichi privat über mich lustig. Ah, mit der Human Chambers rede ich noch ein bisschen. Ich bin Human Kelly Chambers. Hallo Kelly. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen. Okay, Kelly. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten. Cool, Kelly. Oh, zu der wäre ich eigentlich auch gern freundlich, aber tja. Ich kümmere mich selbst um meine Angelegenheiten. Ich verstehe. Ich werde Sie nur dann stören, wenn es wichtig ist. Noch etwas, Commander. Nee. Das wäre und alles. Ja, ich habe es, glaube ich, auch schon im ersten Teil gesagt. Zum Thane, Kreas, ein Arsch zu sein, das tut auch weh. Das tut auch weh, du. Auf Omega, Archangel und den Professor. Den Professor. Und ich würde sagen, wir docken noch kurz auf Omega an. Dann lasst ihr das für einen Steinpilz. Versteht ihr, Leute? Weil es sieht aus wie ein Pilz, aber es ist ein Stein. Also ein Steinpilz. Ein leuchtender Steinpilz. Ja, ja. Und dann, nach dieser sexy also dieser fast schon obszön erotischen Undock-Sequenz, werde ich den Part beenden. Und dann, alter Ladezeit, die sind echt schlimm in Mass Effect 2. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Doppel-Arsch sein mit Lario. Und ich werde es in Zukunft nur noch Arsch sein mit Lario nennen. Nicht mehr Doppel-Arsch sein mit Lario. Einfach, weil ich das zu anstrengend finde. Ja, ich habe noch Talentpunkte, die spare ich mir aber. Und in diesem Sinne, jetzt müssen wir noch die Cutscene abwarten. Ich hasse es. Ich war zu voreilig. Ah, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Moklan. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Das ist mir sympathisch, der Moklan. Natürlich, Moklan. Was immer Sie verlangt. Der ist mir echt sympathisch. Den erschieße ich, glaube ich. Verdammte Arsgeier. Willkommen auf Omega. Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert. Und eigentlich total witzig. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Ganz kurz, es heißt ja immer, das ist ein bisschen off-topic. Es heißt ja immer, der zweite Teil bei Filme und Co. sei der schlechteste, aber bei Mass Effect würde ich sogar so weit gehen und sage, der zweite Teil ist für mich wahrscheinlich der beste. Ich rede mit Ihrem Boss, wenn ich es für richtig halte. Dann sollten Sie es sofort für richtig halten. Niemand lässt Afterlife. Sofort. Ja, und das hier ist Omega. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Komm, Morden Edi, halt die Schnauze. Rechne mit Widerstand die Station hier, das ist so ein bisschen eine Outlaw-Station, Omega heißt die. Und die... Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle. Alla, reg mich nicht auf. Die Olle, die mir jetzt besuchen soll, die ist quasi so die selbsternannte Herrscherin von diesem Outlaw Raumschiff. Das ist quasi so die Citadel für Arme, für böse Leute. Und da ich mich damit identifiziere, passt das ja sehr gut. Aber wir werden das Teil erst im nächsten Part erkunden. Für diesen Part bedanke ich mich einfach bei euch fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal, bis wir uns wiedersehen. Bis tschüss.